denn das Leben in unserer postmodernen Welt, es ist schon schwierig. Schauen Sie, zum Beispiel einen Partner zu finden oder eine Partnerin, je nach Geschlecht und Neigung, das ist ganz schwierig. Und besonders schwierig ist es natürlich für die Landwirte, behauptet zumindest die RTL-Erfolgsserie Bauer sucht Frau. Aber was ist, wenn die recht haben und die Bauern sich nicht mehr fortpflanzen können? Ja, wer kümmert sich dann in Zukunft um unsere Nahrung und unseren Biosprit? Nix los auf dem Land, frauentechnisch, und Torschluss, Panik bei den Bauern. Doch bevor eine sexuell motivierte Landflucht einsetzt, schreitet Quer ein. Die große Flirtoffensive Frau sucht Bauer soll die Versorgung der Landwirte mit adäquaten Partnerinnen sicherstellen. Kandidatin 1 verzehrt sich nach einem feschen Landwirt. Dafür würde Sarah sogar das Landleben in Kauf nehmen. Ich suche einen Bauern, weil ich super gerne reite. Ja, Gülle und so, das ist nicht so meins, aber mein Gott, das kann er dann machen, oder? Kandidatin 2 ist für ihren Traum vom eigenen Bauern extra aus Thailand eingewandert. Nam Püng weiß genau, warum sie Bäuerin werden will. Bayern, schöner Land. Auf einem Hof bei Freising startet die große Hilfsaktion. Hallo, guten Morgen. Ich wollte mal fragen, ob der Herr des Hauses, der Herr Bauer, da ist zufällig. Ich habe die Frauen für ihn dabei. Wissen Sie, wann er wiederkommt? Nein, der ist in der Arbeit. Kann 10 Uhr abends werden. So, soll ich die dann hier lassen oder noch mal wiederkommen? Gar nix. Aber der sucht, oder? Nee, der sucht gar nix. Der Bauer des Hofs hier? Nein. Nein. Ist der Bauer denn da? Nein, der ist in der Arbeit. Ach so, weil ich habe die Frauen für ihn dabei. Ja, das hilft nicht. Ja. Der ist nicht da. Darf ich Ihnen vielleicht eine mitgeben? So einen Korb zu bekommen, tut schon weh. Bayern, schöner Land. Wer einen Bauern sucht, lebt gefährlich. Okay. Sie sind unser Glücklicher. Ich habe zwei schöne Frauen dabei. Wollen Sie sich eine aussuchen? Wieso? Ja, Bauer sucht Frau. Na. Ich brauche keine, ich habe eine. Ja, eine Zweitfrau. Fällt doch viel Arbeit an auf dem Land. Nix. Nee? Sie können doch gerne mal einfach eine für eine Woche ausprobieren oder einfach. Ah, da ist der Teufel los bei uns. Die verstecken wir in der Scheune. Irgendeiner wird sich schon finden lassen. Wer Traktor fährt, ist Bauer. Und wer Bauer ist, ist verzweifelt auf der Suche. Jawohl. Ich habe für Sie die Frauen dabei. Ich brauche keine Frauen, ich habe eine Frau. Die Damen frieren, ich würde gerne eine vielleicht da lassen. Jetzt hilft nur noch sanfte Gewalt. Also Sie nehmen die? Nein. Nein, keine von beiden. Ja, welche darf ich Ihnen da lassen? Also, wir sind bereits drei Frauen im Haus, das reicht. Danke. Ja, ich brauche keine Frauen. Ja, wo sind Sie denn bloß, all die frustrierten Singlebauern? Nach 5 Stunden endlich ein Interessent. Das Tolle an dieser Kandidatin ist, sie spricht kein Deutsch. Das heißt, Sie haben da keinen Ärger, die spricht Ihnen nicht immer dazwischen und so. Kann hart arbeiten. Bayern, schöner Land. Bisschen Exotik hier auf dem Hof? Ja, da müsste der Junge da sein. Der Junior müsste da sein. Ach, den könnten wir unter die Haube bringen? Ja, vielleicht auch. Der ist noch frei, ja. Und nehmen Sie die einfach mal mit hier, fahren Sie die irgendwo hin. Der Junior wird Augen machen, wenn er am Abend in die Scheune kommt. Und wieder eine einsame Seele beglückt. Dank Frau sucht Bauer. Seit die Landwirte wieder reichlich Mammon mit ihren Produkten verdienen, sind sie ja auch wieder wettbewerbsfähig auf dem Markt der Lebensabschnittspartnerschaftlichkeiten.